Heute waren wir mit der Schulsafari der Rhein-Neckar-Löwen in Frankenthal in der Grundschule und hatten erst eine zweite und dritte Klasse, in der zweiten Stunde dann eine vierte und fünfte Klasse zum Teil als Handball-AG. Es ist natürlich wichtig, die Kinder schon in jungen Jahren im Schulalter für den Handball zu begeistern. Gerade jetzt mit der anstehenden Heim-WM geht es dann natürlich auch nochmal eine Welle ins Rollen zu bringen und demnach müssen wir, wie gesagt, die Kinder früh zum Handball bringen. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß gehabt mit den Kindern. Ich hoffe, ihnen hat es auch Spaß gemacht, uns auf jeden Fall sehr viel. Und wir hoffen, dass wir denen natürlich ein bisschen was beibringen konnten. Wir haben viele Spiele gemacht, wie Fangen oder Ähnliches. So bei den Kindern, und hab mit denen auch was gemacht und es war eigentlich ja immer sehr schön. Die Spieler haben auch viel erklärt. Ja, ist für uns sehr schön zu sehen, wie gut die Löwen-Schulsafari angenommen wird und man hat ja gesehen, dass die Kinder ganz viel Spaß haben und da der Handball ja mit Spaß an die Kinder herangebracht wird und da freuen wir uns und wenn es bei mir vor der Haustür quasi in meiner Heimatstadt stattfindet, dann lasse ich es mir natürlich auch nicht nehmen, da mal vorbeizuschauen. Mir hat das Ring ziemlich gut gefallen und jetzt sieht er. Wir haben halt Autogramm bekommen und wir haben Spiele gespielt. Ja, so welche? Ich finde, war ja wirklich sehr schön. Ich überlege mir mal, ob ich vielleicht sogar Handball spielen werde in